Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Coda auf dem PC installieren. Google Coda, eine speziell für den Raspberry Pi konzipierte Lernumgebung für HTML, CSS und JavaScript, kann auch auf dem PC installiert werden. Die, die kein Raspberry Pi haben, können also ebenso Coda nutzen. Aufgrund dessen, dass es lediglich ein Node.js-Server ist, kann man Web-Apps auch per Google Coda auf dem PC erstellen, prüfen und testen. Und das möchte ich jetzt hier mal zeigen unter Linux Mint. Erster Schritt: Node.js und NPM installieren. Und das geht wie folgt: entweder per Paketmanager oder per Eingabe sudo apt-get install Node.js und npm. Enter drücken, Passwort eingeben und dann warten, bis die Pakete installiert sind. Und dann Coda herunterladen. Auf der Webseite von Coda findet man ganz unten einen Link zum GitHub-Account. Einfach draufklicken. Und dort sind dann die notwendigen Dateien, die man braucht. Und um das ganze Verzeichnis zu klonen, gibt man dann ein Git Klon. Vorher muss natürlich Git installiert werden. Oder man lädt die ZIP-Datei herunter. Aber wenn Git vorhanden ist, gibt man einfach ein Git Klon. Und dann einfach hier die URL kopieren und einfügen. Enter und dann warten, bis die ganzen Dateien heruntergeladen wurden. Okay, dann nächster Schritt: ins Verzeichnis Coda wechseln mit cd Coda. Dann ins Verzeichnis Coda-Base wechseln mit cd Coda-Base. Und dann die jeweiligen Pakete, die noch notwendig sind, installieren mit dem Befehl npm install. Okay, dann nächster Schritt, die Einstellung machen, und zwar wird dazu die Datei config.js konfiguriert und verändert. Zum Beispiel mit irgendeinem Texteditor, zum Beispiel Nano, also Eingabe Nano config.js. So kann man die Ports ändern, falls die Standardports eben schon genutzt werden. Und das mache ich hier auch gleich mal. Statt 8081 nutze ich hier 8881 und statt 8080 nutze ich 8880. Dann speichern mit Steuerung O und Nano beenden mit Steuerung X. Dann geht man aus dem Verzeichnis heraus mit CD. Geht ins Verzeichnis cd coda-apps und hier gibt man dann noch ein Punkt Schrägstrich install unterstrich common Punkt sh Doppelpunkt Schrägstrich coda-base Schrägstrich, um die ganzen Apps zu installieren. Okay, und dann letzter Schritt aus dem Verzeichnis wieder herausgehen. CD Punkt Punkt ins Verzeichnis Coda Base wechseln. Coda minus Base und dann den Server starten mit dem Kommando Node.js Leerzeichen local server. JS.
und dann in den Webbrowser eingeben, localhost, Doppelpunkt 88 80. Und dann gibt man ein Passwort ein, zum Beispiel hier mal ein ganz einfaches. Speichern, sich dann mit dem Passwort anmelden und dann kann es losgehen mit Coda. Zum Beispiel Hello Coda, einfach mal hier ein bisschen verändern. Die Hintergrundfarbe zum Beispiel schwarz. Und so kann man dann ein bisschen probieren, testen und lernen. HTML, CSS und JavaScript. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.